Apropos Völkerschlachtdenkmal. Kennen Sie die Geschichte dieses gigantischen Denkmals, an dem Claire Dutriot gerade vorbeigefahren ist? Allen, die sich nicht mehr so genau erinnern, hilft Luisa Jendrek nun auf die Sprünge. Das ist das Völkerschlachtdenkmal. Die Franzosen kennen es vermutlich nicht. Es steht ja auch in Deutschland. Aber auch ein Großteil der Deutschen runzelt jetzt wahrscheinlich die Stirn. Tja, das größte Nationaldenkmal Europas gehört vermutlich zu den unbekanntesten Sehenswürdigkeiten der Welt. Das Völkerschlachtdenkmal wurde 1913 von Kaiser Wilhelm II. Eingeweiht und gedenkt einem Ereignis, das sich genau 100 Jahre zuvor zugetragen hat. Die Völkerschlacht bei Leipzig. Bei dieser bis dato größten Schlacht der Weltgeschichte standen sich eine 500.000 Soldaten aus rund 30 Nationen und Völkern gegenüber. Das riesige Heer aus Schweden, Preußen, Russen und Österreichern schlug im Jahre 1813 keinen geringeren als Napoleon und beendete damit dessen jahrelange Fremdherrschaft über Europa. Logisch, dass diesem monumentalen Ereignis ein ebenbürtiges Denkmal gesetzt werden musste. Der Entwurf stammt von dem Spezialisten für bombastische Nationaldenkmäler, Bruno Schmitz, dem Architekten, dem wir übrigens auch das Kaiser-Wilhelm-Denkmal am Deutschen Eck verdanken. Als treuer Karambolage-Zuschauer wissen Sie das natürlich. Auf den ersten Blick erinnert das Völkerschlachtdenkmal an eine etwas misslungene Pyramide. Auf den zweiten Blick auch. Die Kunsthistoriker sind sich einig, es besticht weder durch harmonische Proportionen noch durch elegante Details. Unten steht ein gigantischer Erzengel Michael, Schutzpatron der Soldaten, unter einem großen Schriftzug Gott mit uns. Oben stehen im Kreis angeordnet 12 Ritterfiguren, die mit ehrfurchtsgebietender Miene die Freiheit hüten. Dazwischen das Datum der Schlacht und steinerne Einöde. Kein Zweifel, das Völkerschlachtdenkmal ist nicht schön. Aber es ist groß. Es ist 70 Meter lang, 80 Meter breit und 91 Meter hoch. Schauen Sie mal, wie mickrig zum Beispiel die Berliner Siegessäule, das Brandenburger Tor, Notre Dame, Sacré-Cœur oder der Pariser Triumphbogen daneben aussehen. Im Inneren, in der sogenannten Ruhmeshalle, bewachen 16 steinerne Krieger ein symbolisches Grabmal. Darüber thronen 4 fast 10 Meter hohe, muskulöse Totenwächter. Sie verkörpern seit knapp einem Jahrhundert die unverzichtbaren Tugenden Tapferkeit, Volkskraft, Opferfreudigkeit und Glaubensstärke. Tja, es ist nicht besonders schön, aber es ist auch zu groß, um es zu ignorieren. So hat man sich seit jeher mit dem Denkmal arrangiert. Den Nationalsozialisten passt der steinerne Koloss natürlich perfekt in den Kram. Sie erheben ihn zur Kultstätte für Soldatentum, Zucht und Opfer. In der DDR findet das Völkerschlachtdenkmal dann wiederum Verwendung als Symbol für die deutsch-sowjetische Freundschaft. Wieso? Nun, weil in der Völkerschlacht vor allem Russen gefallen sind. Nach der deutschen Wiedervereinigung tut man sich dann schwer mit diesem nationalistischen Denkmal, für das nur wenige Touristen einen Umweg machen. Aber mit dem Kapitalismus kommt die Erlösung. Rockkonzerte und das jährliche Gothic-Festival verleihen dem geschichtsträchtigen Ort neuen Esprit. Tja, 100 Jahre hat das Völkerschlachtdenkmal gebraucht, um seine eigentliche Bestimmung zu finden.